Das Dach eines Zweifamilienhauses aus den 50er Jahren. Derzeit wird es saniert. Das Dach bekommt eine neue Dämmung. Nach rund 60 Jahren ist es an der Zeit. Bislang waren die Holzbalken als oberste Geschossdecke ungedämmt, Energieeffizienz gleich null. Mit zusätzlich neuen Fenstern und einer neuen Heizung wird das Haus jetzt auf einen modernen Standard gebracht. Zunächst mal wird es natürlich so sein, dass die Energiekosten sinken werden. Und zwar erheblich sinken werden. Das Zweite ist für die Eigentümer, wir sanieren hier, wir erhalten Werte, ne? Und das Haus wird auch des Weiteren eine Wertsteigerung erfahren. Angenehmer Nebeneffekt ist, durch diese Sanierung wird natürlich auch der sommerliche Hitzeschutz verbessert. Und wir haben eine Dachdeckung, die dann die nächsten 30 bis 40 Jahre funktionieren sollte. Manchmal funktioniert aber nichts mehr, zumindest keine Sanierung. Bis vor kurzem stand hier noch ein typisches Einfamilienhaus, ebenfalls aus den 50er Jahren. Hier ließen ein undichter Keller mit Schimmelbefall und zu kleine Fensteröffnungen nur noch den Abriss und einen Neubau zu. Man hat sich schon erst mal angesehen, ob man noch was retten kann. Man hat mal diverse Ansätze gemacht, die Nutzung dementsprechend wieder zurechtzubiegen, dass es in die heutigen Verhältnisse auch reinpasst. Hat dann die Kosten auch mal überschlagen, die das Ganze verursacht, und ist dann einfach zu dem Ziel gekommen, der Neubau ist günstiger und macht dabei weniger Kompromisse, dann ist es klar, wo es drauf rausläuft. Sofort klar ist so eine Entscheidung aber meist eher selten. Jedes Gebäude ist individuell. Die Maßnahmen sollten daher immer mit einem Experten genau geprüft und abgestimmt werden.